Genau. Und wenn das gut klappt, kann man da ja eventuell einen zweiten und dritten von der gleichen Größe hinterher bauen, ne? Was ist jetzt schon wieder? Das sieht mir eher aus, ich muss, nee, pullern. Ja, dann. Dann puller halt. Hätte ich da reinpullern können zum Düngen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Scum. Ich bin also wieder zu Hause, habe das ganze Zeug so ein bisschen in die Schränke verräumt und habe dann gedacht, oh, wir haben ja noch diese Schweinesteaks im Auto. Da habe ich gedacht, dann isste mal noch welche. Guck mal, hier kann man noch schön drauf, das Dach. Ja, schön. Dann isste mal noch welche. Die hatten noch 30 oder 28% Haltbarkeit. Habe ich gegessen. Gleich ein ganzes 10er-Päckchen. 8 Stück habe ich geschafft und dann habe ich da unten, ach, die Kotze ist jetzt weg, da vor die Tür gekotzt. Ja. Magen wieder leer. Da, Hunger 75, ganz große Klasse. Also, das habe ich jetzt mal woanders hingetan. Gelernt habe ich daraus, auch wenn die noch Prozente haben, sind die schon verdorben. Ich muss Geschmack prüfen machen. Heißt also, beim nächsten Mal gegrillten Fleisch heißt es herauszufinden, einmal, wie weit können die runtergammeln, bis man die nicht mehr essen kann, und zum anderen ist auch, ja, wie kann man die haltbar machen? So, jetzt haben wir da hinten so ein Zombie. Wieso treffe ich den denn nicht? So, ich habe den getroffen, aber der lebt noch. Aber das kostet einen Haufen Munition. Das Spielereien soll ich vielleicht. So, gucken, ob ich den diesmal auch finde. Na? Mal gucken. Und dann möchte ich mal so ein bisschen vielleicht anfangen. Genau da geradeaus müssen wir laufen jetzt. Bisschen schneller. Noch ein bisschen Holz holen. Und anfangen mit einer Außenwand. Mal gucken, wie das so eigentlich geht hier. Würde mich auch mal interessieren. Ich glaube mal. Doch, der liegt da. Ich sehe ihn doch. Ist das das? Jo. Der war wohl nicht außerhalb der Renderdiskant. Siehst du? Den kann ich durchsuchen. Oh, und Schmilz. Hat aber nichts Gescheites dabei. Ah, ich habe mir schon hier eine Axt da reingetan, gehen wir ein bisschen Holz und dann fangen wir damit an. Und was ich auch für heute auf dem Programm habe, ist endlich mal das mit den Pflanzen, mit den Pflanzkästen auszuprobieren. Obwohl das eigentlich, wir haben da das Maisfeld nebenan, weiß ich gar nicht, wofür ich das brauche. Aber wir können ja mal gucken, vielleicht gibt es da nahrhaftere, bessere Pflanzen. Einfach mal ausprobieren. Aber erstmal holen wir ein bisschen Holz. Ja. So. Dafür braucht man immer das Auto. Ah, Moment, das geht so gar nicht. Das ist so blöd, weil wir die Riesentür da drin haben. Die Pulle darauf. So. Ja, dann ist hier auch viel Platz, aber die Tür ist ja hier drin. Die muss ich mitnehmen hier. Ich könnte ja mal. Ach, ich könnte ja mal gucken. Warte mal, stell die mal hier ab, die Tür. Oh, jetzt geht das nicht. Wenn ich jetzt Reparaturset in der Hand habe oder dabei habe, kann ich dann vielleicht. Ist so eine Idee von mir. Kann ich die dann vielleicht montieren? Na, ist immer noch hier Realzeit der Mittwoch, der 18., also immer noch der gleiche Tag. Falls ihr irgendwie schon Kommentare geschrieben habt, kann ich die jetzt noch nicht sehen. Aber ich will mal eben was gucken. Ach, Schlüsselkarte. Okay. Elektrikerwerkzeug.
kleine Werkzeugkiste. Wir nehmen die mal mit. So. Es gibt aber auch diese Kfz-Reparaturkisten. Genau die. Die legen wir auch mal in die Hand. Vielleicht. Mehr habe ich nicht davon. Nur die eine, die nicht einmal ganz vollständig ist. Och. Echt? Ja, wahrhaftig. Ist nicht so viel. Gut, und jetzt die Tür, die ist ja noch dabei. Ich glaube, ich nehme die mal in die Hand. Da, guck mal. Macht er aber nicht. Und wenn ich jetzt hingehe und die Tür hier abstelle, so, und das Ding in die Hand nehme, das ist einfach nur so ein Versuch und das geht gar nicht. Er macht da überhaupt nichts. Ich krieg das nicht. So. Hier kann ich das. Service. Da. Jetzt geht's auf einmal. Hey! Wie geil! Ich hab das Auto rundherum schon mal zu. Dann können wir als nächstes die Motorhaube holen. Dann ist das Auto erstmal soweit heile. Ne? Ich denke immer, wenn mal so ein Zombie... Also das wäre ja gut, wenn das so programmiert wäre. Ne? Wenn so ein Zombie angefahren wird und der landet jetzt hier so drauf, dass der mir da auch Schaden macht. Und wenn das zu oft passiert, bleibt die Karre erstmal stehen. Das wäre schon realistisch. Mit der Haube passiert das dann nicht mehr so leicht oder so. Ne? So in der Art. Fände ich das schon ganz gut. Dass ich das Auto mit der Zeit brauchbarer, stabiler, robuster machen kann und dann auch als Waffe einsetzen kann. Jetzt ist erstmal die Tür zu, hinten ist das schön. So, jetzt holen wir ein bisschen Holz. Guck mal, ist schon wieder Treibstoff weg. Ich meine, ich hätte das aber so eingestellt, dass der da nicht ganz so arg ist. So, jetzt nehmen wir den in der Hand, damit er den erstmal aufbraucht. Wir fangen an mit so ein bisschen Grundstückeinzäunung, ne? Ich weiß jetzt noch gar nicht, ob das geht, wie das geht, wenn das jetzt diese modulo Bauweise ist, dass diese normalen Palisadenwände raus sind, dann, da ist noch einer, ne? Dann muss ich das vielleicht mit der normalen Bauweise machen. So. Können wir noch einen holen. Also von diesen Baumkronen habe ich ja noch massenhaft. Ne? War bestimmt noch bei 10 Stück im Schrank. So, den auch noch. Ja. Nimmst du jetzt wieder die alte? Wieso hat die andere 99%? Verliert die auch an Qualität, wenn die einfach nur im Schrank liegt? Das wäre ja all. Ich habe ja gute Axt, aber das geht ja mit denen quasi geschenkt. Ne? Paar Stöcker, paar Steine, fertig. Ist hier noch einer? Nee, ne? Das war's. Jo. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Da muss ich mal gucken, wo würde ich denn dann das Auto parken? So, dass ich dann mal gucke, wie ich denn wo was baue. Also ich stelle mir das so vor, ich komme jetzt hier, fahre hier durch so ein Tor. Bis hier vorne vor, so. Nicht dagegen fahren. So, und dann kann ich immer von da aus auch an das Auto ran. Naja. Und so viel Platz, dass ich hier notfalls die Karre auch umdrehen kann und dann hier rausfahren kann. Also hier vorne bräuchte ich so ein bisschen Platz. Das heißt, hier so hier in der Ecke. Ich glaube, ich mache aber mal kurz die Fahne an, um zu gucken, ist da auch nicht, dass ich näher außerhalb bin oder so. Ich denke mal, dann können die auch gar nicht bauen, ne?
guck mal, jede Menge Platz. Alles noch ganz bequem drin. Ja gut, dann gucke ich jetzt mal. Building, was haben wir denn hier? Wir haben hier nur Foundation, dreieckige und viereckige. Dann haben wir Wände, halbhohe Wände. Was ist das denn? Halbhohe und klein, niedrige Wände. Und das ist mit Fenster, Treppen, Wendeltreppen, Treppen, Boden, dreieckiger Boden. Ja, ist für was ich als Dach genommen habe. Dann sind diese Torbögen hier. Eine Rampe. Aber sonst ist da nichts vorgesehen, ne? Hier ist noch was. Holz, das ist ja eher das alte. Da, Holzwand, die gibt's noch. Ach, die gibt's noch, die alten Holzwände. Da möchte ich aber gerne wissen, yo, die gibt's noch. Ob die denn immer noch so teuer sind und ob die mit der Zeit vergammeln. Wenn die nicht mit der Zeit vergammeln, ja, dann baue ich das anders. Das ist jetzt doof mit dem Pfeil. Naja, das muss ich das machen. Wie geht denn das jetzt? Platzieren. Ja, und dann so weit wie möglich hier in die Richtung. Kann ich jetzt nicht so richtig gut sehen. So, ne? So, das ist jetzt hier so ein Stückchen Wand. Was braucht der? Jetzt wird einem schlecht. 64 Stöcker. 32 Bretter. Das ist das Üble daran. 64 Stöcker. Also das heißt, also wenn ich jetzt hier so eine Wand drumherum bauen will um meine Hütte, die würde ja gehen, ich renne mal hier, damit ihr das seht, hier so lang. Hier natürlich auch ein bisschen mehr Platz, vielleicht so bis hierhin, damit ich hier noch Platz habe für Garten und so. Und dann hier so und hier wieder zurück, so dass ich mit dem Auto eigentlich auch immer ganz drumherum fahren kann. Und dann eben hier wieder und dann bis dazu und hier so ein Tor. Und hinten vielleicht auch nochmal ein Tor oder eine kleine Tür, dass ich da auch rausflitschen kann. Und in den Ecken vielleicht so ein Türmchen, dass ich da so ein bisschen gucken kann, was draußen los ist. Dann kann ich mich hier aufhalten, ohne dass ein Bär, ein Wolf oder ein Zombie oder irgendwas hier so reinkommt und mich hier überraschen kann. Soweit der Plan. So, pass auf, wenn wir jetzt 64 Stöcker machen müssen, jetzt bringe ich erstmal die Werkzeuge wieder rein. Hopp. So, Autozeug, Werkzeug und Kleidung. Oh, Moment, das brauche ich doch bestimmt auch, oder? Nee, für die Palisaden nicht, da brauche ich das Zeug. Bretter war das, ne? Aber kein Seil. Also 64, 32 Bretter und 32 mal... Ich fülle nur die Axt. Was ist denn noch über? Eine 81er Axt. Ja. 32 Bretter. Da müssen wir wirklich die kleinen nehmen, ne? Also die kleinen Stöcker. Denn sonst 32 Bretter. Was gibt das? 4, glaube ich. Ne? Gibt das 4 Bretter? Ich glaube wohl, ne? Ah, hat er nicht gemacht. 4, 8, 12, 15, ne, 16, 20, 24, 28, 32. So. Wir müssen ja mal irgendwie anfangen. Ich werde dann aber auch ein bisschen was zwischen den Folgen mal machen, wenn ich mal Lust und Laune habe. Weil das ist echt irre.
Wichtig ist für mich jetzt erstmal, ich möchte jetzt möglichst das ganze Ding hier vollfüllen. Dass dieses Ding fertig steht. Und dann werde ich erstmal beobachten, ob der vielleicht auch dann abnimmt wieder. So, und jetzt könnte ich das mit Stöcker füllen? Hier nicht, ne? Das ist doch gut. Dann gib mir den mal her. Den. Und den. Und den. Die sind nämlich so weit weg, dass die hier nicht benutzbar sind. Jetzt lege ich mir die hier hin. Ah, das ist echt eine ewig lange Arbeit. Und jetzt mache ich da draus kleine Stöcker. Weil das ist nämlich völlig egal, ob ich kleine oder große Stöcker da rein tue. Oder kleine oder lange Stöcker. Das ist nämlich Wurst. Na, aber ich habe jetzt hier wie viel gemacht? Kleine? Eins, zwei, drei. Drei nur? Naja. Das sind dann sechs. Und dann wären das neun. Ich meine, der macht doch mehr als drei, oder nicht? Fässert ja unterschiedlich. So. Mit kleiner Holzstock füllen. 9 von 64. Ja, hat er so gemacht. Also. Nochmal 9. Hier liegen noch kleine. Guck mal. Ah, die kann ich aber nicht mitnehmen. Hier liegen noch mehr kleine. Die liegen einfach hier so rum. Nee. Hier die großen. Das ist das Blöde daran. Aber eine Palisadenwand mache ich, dann machen wir was anderes. Und dann gucken wir mal, ob die mit der Zeit vergammelt. Ich muss so ein bisschen auf mein Essen. Ich habe so gekotzt vorhin. Der war fast voll, der Magen, aber noch nicht ganz voll. Ich hatte 8 von 10 Fleisch gegessen. Und dann den ganzen Magen leer gekotzt. Das ist natürlich doof. So, jetzt darf ich jetzt hier nicht hingehen, weil er nimmt nämlich erstmal die langen. Jetzt hat er zwar einen kleinen gerade, aber der wird jetzt die langen da auch mit reinpacken. Was ganz doof wäre. Wir haben zwar noch viele von den Stöckern und von diesen Baumkronen. Aber so viel für jedes Stück Wand. 64 Stöcker, also das ist irre. Ich weiß nicht, wie viel da drin sind in der Baumkrone. Denk mal so 10, 12 Stück. Ne? Oder 15. Aber trotzdem, da brauchst du ja für jedes Stück Wand brauchst du ja 4, 5 Baumkronen. Deswegen mache ich mir dann doch hier die Arbeit, das in kleine zu zerteilen. Jetzt liegen hier Unmengen an kleinen Stöckern. So. Ich denke aber mal. Warum werden da. Oh nee, jetzt gibt es auch noch Regen, wa? Hier liegen vielleicht auch welche hinter. Nee. War das? Ja. Irre, oder? Ich habe da eine ganze Baumkrone reingepackt, aber hier liegen noch kleine Stöcker rum. Da ist sogar noch ein großer. Wo war denn das? Hier liegen noch kleine, ne? Noch nicht mal die Hälfte. Deswegen muss man das wirklich machen. Ah, hier liegen sonst keine mehr. Das ist Wahnsinn. So, mal eben gucken, wie geht's mir eigentlich? 51 und 33, yo. Das Kotzen hat mir ganz schön was. Ah ja. 36 von 64. Knapp die Hälfte an Stöcker. So, jetzt müssen wir hier. Wie viel gibt das immer? 3 oder 4? Oder? Ich weiß das gar nicht. Wenn das 4 gibt.
Das sind jetzt 4. Ja, dann müsste das genau stimmen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Siehst du? Da ist das 8. Guck. So. 8. Ja, ja, ich hab's mir schon gedacht. Eieiei. Boah, was das dauert. Aber einen möchte ich fertig machen hier. Muss nur gucken, wenn ich das Material nicht da reinpacke, das würde ja, wenn ich auslogge, dann wäre das ja verschwunden. Oder ich müsste das ins Auto oder in die Schränke packen. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Jetzt machen wir die drei noch, dann gehen wir erstmal rein im Trockenen und haben Essen. Ah, das ist Arbeit, ey. So, das müsste dann ja genau auskommen, dass wir das mit Brettern dann voll haben. Dann fehlen noch ein paar Stöcker und dann müsste die Palisadenwand sein. Dann bin ich echt gespannt. Wenn sie das geändert haben, dass die nicht mehr an Haltbarkeit verliert von alleine einfach so durch Altern. Ja, siehst du? Habe ich richtig abgezählt. Jetzt fehlen hier noch da die 28 Stöcke. Und dann ist die Palisadenwand fertig. Jetzt gehen wir aber erstmal einen Happen essen. Boah, das Wetter. Aber hier drin dürfte das jetzt schon gemütlich sein, ne? Da könnte man sich hier ein Feuerchen hinmachen, eine Ecke oder eine Kerze. Ja, die Schuhe habe ich ausgezogen, hier hingepackt. Ich habe neue angezogen, die in Ordnung sind. So, essen. Wie sieht's denn aus? Guck mal, trinken, ganz richtig, richtig Durst. Trink mal hier. So. Ich muss auch immer schön beim Brunnen nachfüllen gehen. So, das soll erstmal reichen. Dann können wir den noch essen hier, bevor der uns weggammelt. Und dann gucken wir mal, was hier noch hier im Schrank ist. Ja, das mit dem Fleisch, das ist natürlich blöd. Guck mal hier, das sieht noch gut aus, oder? Der, kann man den noch essen? Was sagt er denn? Lass ich den jetzt mal Geschmack prüfen. Leicht verdorben. Ja, essen wir da mal einen von. So. Und dann. Und dieser Zeug, das ist noch gut. Das hält sich, glaube ich, auch ziemlich lange. 71, 71. Schokokuchen, der ist noch tipptopp. Essen wir mal Brot. 2 Stücke. Was ist eigentlich mit dem Fett hier? Aber noch mal einen, komm. So, jetzt gucken wir mal, wie sieht es denn aus? Trinkwasser, da. Brot. Ja, das sieht doch gut aus. Guck mal, was sich das schön erholt. Und das plästert. Aber hier ist das nicht wie in Stranded Deep. Hier regnet es nicht rein. Nicht einmal hier, weil ich ja hier das Dach drauf gemacht habe. Oje, oje, oje. Wetter. Pass auf, dann können wir ja hier drinnen im Trocknen. Ich habe nämlich hier Baumaterial.
Nee, Holz. Einmal haben wir hier Bretter, die brauchen wir hier. Kleine Stöcke, guck mal. Nee, pass auf, die packen wir hier hin. Passt der? Jo. Hier kleine und hier, guckt euch das an, was Baumkronen noch. Na? Gib mal eine her. Die packe ich jetzt mal hier hin. Und mach die mal auseinander. Können wir lieber im Trocknen arbeiten hier. Ich könnte ja auch einen Teil von dem Garten draußen überdachen. So doppelt hohe Wände machen, aber das geht, glaube ich, nicht an diese Palisadenwände dran, ne? Naja, erstmal will ich das sowieso ausprobieren. Heißt also jetzt erstmal nur eine bauen und gucken, wie die sich so entwickelt. So, guck mal, ist jetzt hoffentlich alles hier drin. Ah, ist hier auch schon bald wieder hin, die Axt hier. Jetzt wird die Nicole sagen, ja, dann nimm da auch die ordentlich und nicht immer diese komischen Steinäxtchen, da ist so albern. Ja, ich weiß, ich will das so. Die guten, die bewahre ich mir auf. Langer, 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 das sind alles kleine. Ja, waren drei Stück. So. Was habe ich gesagt? Wie viel brauche ich noch? 28? Guck mal, 10 haben wir da jetzt hier, ne? Liegen bestimmt draußen auch noch welche, oder? Ja, ja. Oder? Nee, kann ich jetzt nicht so sehen. Wow. Nimm mal in die Hände. Dass der die nicht so nach draußen verteilt. Ist aber auch ein Wetter. Ist das zu Hause am gemütlichsten drin, ne? Wenn drin. Oh, guck mal, Sonne scheint. Da müssen wir eigentlich einen Regenbogen haben. Ja, 15 Stück noch. Also 5 Stöcke. Oh, ich bin klitschnass. Mach zu hier. Gleich kommt ein Zombie. Tok, tok, tok. Ich tu dir nichts, wenn du mich reinlässt. Das ist so kalt und nass. Ja, gut. Tür auf. Bäh! Selber schuld, du Pfosten. Ja. Ja, aber die Arbeit muss ich mir machen. Das frisst so viel. Wenn wir wirklich die Palisade ganz drumrum bauen wollen... Da muss ich ja sonst noch für sämtliche Bäume von der Map roden her. Haben die Autos eigentlich Scheibenwischer? Nee, wa? Das hätte jetzt echt gut sein können, könnte ich mir vorstellen, wenn wir jetzt erstmal angefangen hätten mit diesem, Pflanzkasten, dann würde durch den Regen möglicherweise das ordentlich gewässert werden. So, nach meiner Berechnung müssten dann nur noch 3 fehlen. Wir müssten jetzt also bis 59 kommen, ne? Nee, ja, 3 fehlen, also 61, genau, stimmt. War nicht 62, waren 64. Das heißt also, ein Stock, ein langer. Haben wir aber hier nicht drin, da müssen wir nochmal eine Krone auseinanderfummeln. Ja, das geht so nicht, das macht er nicht. Ja. Pass mal, ich stelle mich mal so hin. Dann kann ich die doch bestimmt so... Genau.
Pass mal auf. Leg die aber hier hin. Hört halt auch nochmal auf zu regnen. Sonst mache ich im Regen tatsächlich, wenn es jetzt länger regnet, diese Kiste dahin. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin, aber ich glaube nicht, dass das so schnell geht. So, jetzt den noch. Oh, ist das eine Arbeit. Ja, wie gesagt, die erste Palisade bauen wir zusammen. Die anderen mache ich zwischen den Folgen. So. Eins. Zwei. Drei. Ja. Genau, so 275 von 275. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen für eine längere Zeit. Vielleicht sogar für 1, 2, 3 Folgen. Und wenn dann immer noch der bei 275 bleibt und nicht weniger wird von alleine, also ohne, dass ich dagegen gefahren bin oder so, dann kann man das weiter benutzen. Sonst baue ich das anders. Hier mit diesen Elementen, die wir hier auch verbaut haben. Und dann bleibt das ja heile. So, jetzt gucken wir mal. Ich denke mal, wenn ich jetzt... Handwerk ist das, oder? Nee, Building. Da ist das nicht. Den Pflanzkasten. Mittlere Befestigung. Verbesserte Befestigung. Aha. Advanced. Metallkiste. Hier! Okay. Ja, okay, dann geht so nicht. Ich kann keine Tür aufmachen. Ja, gut. Also, wir wollen das ja hier hinten hin machen, ne? Nicht zu weit weg, damit ich nicht so ein riesen Gebiet bauen muss. Also. Jetzt ist das vorbei mit dem Regen, ne? Hier würde ich sagen, aber ich drehe das ein bisschen. Wie geht das mit dem Drehen? So, ne? Ach, was kann ich denn jetzt noch machen hier? Ach, guck mal! Ah, das ist ja interessant. Drei? Drei. Drei mal drei. Und der will haben? Sechs Bretter, 13 Nägel und... Was ist das denn? Ruder? Schaufel. Was war das, ein Eisenrohr? Ich kann das nicht so richtig sehen. Hammer, Brechstange. Ach, so ein improvisierter Hammer geht auch. Schaufel. Was ist das? Ach, das ist ein Schlagstock. Oder dieses Ding. Oh, die muss ich weglegen, damit er mir nicht meinen Schlagstock dafür benutzt. Ich kenne die Gebrüder ja jetzt inzwischen. Na, du sollst das aufheben. Pass auf, das lege ich dann lieber ab. Ja. Wohin so lange? Hier in die Händlerkiste rein, ne? Da sollte mir nur niemand... Den können wir ja nehmen. Also das lasse ich jetzt hier. Da möchte ich nicht, dass er mir das... Da war irgendwie so ein Hammer. Warte mal, das will ich jetzt ausprobieren. Der... Improvisierter Hammer kostet Stein, langer Holzstock und ein bisschen Seil. Ja, wenn es weiter nichts ist, pass mal auf. Einen lassen wir drin. Dann machen wir erstmal noch ein bisschen Seil. Wieso habe ich die denn da hingetan? Total blöd, ne? Jetzt habe ich die dahin getan. Das war super schlau. Oh Mann, ey. Die wollte ich in die Kiste tun. Ist nur blöd, wenn dann doch mal ein Zombie auftaucht, mich überrascht. Und ich habe meine... Nee, hier. Ich wollte erstmal machen Seil.
guck mal also die Größe. Ich dachte, ich müsste jetzt so kleine Dinger bauen, ähnlich wie in Subsistence, wo dann ein oder drei Pflanzen reingehen. Ne? So, du komm mal her. Du geh mal da rein. Vorläufig. Eine haben wir dabei. Seil haben wir dabei. Was war das noch? Ein Stein. Habe ich da, glaube ich, auch sogar hier im Baumaterial noch drin, ne? Stein, Stein, Stein. Ich meine, ich hätte hier irgendwo das gesehen, dass ich das mal hier reingepackt habe. Siehst du? So, mal gucken. Jetzt müsste das ja eigentlich nach Adam Riese, Schirmanns Rechenbuch und so weiter. Ja? Guck mal. Das ist die billigste Art und Weise. Meinen Prügelknüppel möchte ich dafür nicht verballern. Dann hast du ein schönes Blumenbeet und wirst von einem Zombie tot geprügelt. Das wäre doch ganz oll, oder? Und du hast da schon mal gar nichts verloren. So, dann war das der lange Stock. Den hast du jetzt dummerweise benutzt. Wo ist denn jetzt das Seilzeug? Ach, das habe ich ja gebraucht. Was war das noch? Stock? Das? Ich habe vergessen. Aufpassen, ob wir auch alleine sind. Gut, man kann natürlich, ich weiß, Nicole, ich kann natürlich auch vorher die Dinge anmarkieren, so, die er dafür benutzen soll. Na? Ach, die Bretter noch, genau, 6 Bretter. Guck mal, da geht dann noch Baseballschläger, geht, die Zange geht. Was ist das eigentlich? Ah, das Ding. Mit improvisierter Hammer füllen. Ja, mach doch. Wieso machst du das denn nicht? Ich hab doch den improvisierten Hammer. Muss ich den in der Hand haben dafür? Hä? Vielleicht, weil ich den angehakt habe. Ach, hat er schon. Da steht schon 6 von 6. Das war so geräuschlos. Ach, dann waren da 13 Nägel. Da geht doch auch was anderes. Oder müssen das Nägel sein? Das waren das nicht. Das müssen echt Nägel sein. 13 Stück und 6 Bretter. Ja, gut. Dann packe ich den Hammer so lange hier beim Gartenbauzeug bei. Hammer. Gartenbau. So. Dann waren das 6 Bretter. Ich habe jetzt aber keinen. Doch, ich habe hier noch 2 Bretter, ne? Und waren da 13 Nägeln. Hier haben wir 4. Da oben ist keins mehr. Gehen die auch? Sollen wir versuchen? Ich denke mal nicht 4. Wenn es 6 sind, dann weiß ich, es jetzt auch geht. Nee, 4. Okay, dann brauchen wir noch 4 Bretter. Also, dann wollen wir da jetzt wissen, ob man da was anpflanzen kann, ob wir das so hinkriegen, ne? Was war da? 13, ne? Müsste genau passen, oder? Boah, so viele Nägel. So, das haben wir. Jetzt fehlen nur noch die 4 Bretter und dann müsste die Pflanzkiste schon mal soweit fertig sein. Ich hole mir aber jetzt hier meinen Prügel erstmal aus der Kiste. Besser ist das. So, und jetzt holen wir nochmal Holz. Aber es ist immer noch so dunkel, ne? Oder ist das schon wieder Abend? Ne, das ist Wetter. Bis hierhin könnte ich bauen. So.
Dann müssen wir noch ein Holzlager irgendwann mal machen. Ja, das wird schon. Ach ja. So. Das wär's. Gut. Das sieht aus, wie so blau leuchtet. Nehmen wir den. Beim nächsten Mal einloggen, sind die Bäume dann alle wieder da. Ich glaube, den Baum haben wir schon 12-mal weggekloppt. Ist ja egal. Wie geht's eigentlich? 88% essen, 93% trinken. Sieht doch schon ganz okay aus wieder. So. Ah, passt nicht mehr. Lass ich ungern liegen. Ach, jetzt haben wir den da wieder. Hier passt das nicht rein, ne? Zu schwer, ne? 20 Kilo, 6, wo, nee, warte mal. Das könnte passen. 5, haben wir, doch. Weil ich den jetzt so mache. Ah, siehste? So passt ihm. So. Fahre ich am besten gleich hier hinten hin. Brauchen ja nur einen hier. Ach, eigentlich ist das Quatsch. Guck mal. Hopp. Ach ja, noch können wir da durchfahren, solange der nicht fertig ist. So. Das ist jetzt doof, ne? Das ist doof, ja. Doof geparkt. Hauptsache, du entscheidest dich mal irgendwann, wie du dich hier hinstellen willst. So. Hier liegen auch noch die Stöcke rum. Holz. Holz. Eigentlich müssten wir die auch. So. Dann nehmen wir uns ein. Guck mal, hier liegen noch kleine Stöcke rum. Mein Gott, überall. Gib mir mal einen. Genau. Und wenn das gut klappt, kann man da ja eventuell noch einen zweiten und dritten von der gleichen Größe hinterher bauen, ne? Was ist jetzt schon wieder? Das sieht mir eher aus, ich muss, nee, pullern. Ja, dann puller halt. Hätte ich da reinpullern können zum Düngen. So, siehste. So. Fertig. Müsste noch eine überbleiben, oder war nicht vier? Ne, passt genau. Guck. So, und jetzt remove weed. Nein. Wie geht denn das jetzt? Oh Gott, da wächst schon was. Pass auf, jetzt nehmen wir mal Samen in die Hand.
Und legen mal hier dieses Kloppding außer Hand. Habe ich schon wieder Hunger? Das hört sich so an. Na, kann ja nicht. Warte mal, wie sieht's hier aus? Das kann ich jetzt nicht sehen, ne? Pass mal auf, wenn ich jetzt den hier weglege. Jetzt kann ich prüfen. Ne, kann ich trinken. F gedrückt halten. Prüfen, doch so geht's. Was sagt er denn? 36%, okay. Füllen. Da ist sie wieder ganz voll. Prüfen. Und noch 20%. Ja, ist doch prima. Habe ich noch irgendwo eine Flasche, die nicht ganz voll ist? Lass mal schnell gucken. Ist aber auch voll. Alles bestens. Dann lass den mal weiter auffüllen. So. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ach so, ja genau. Hier. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Gartenbau. Wir haben hier Corn Seed Bag. Also Korn. Was kann ich? Da kann ich Brot mitmachen oder was, ne? Rote Zwiebeln, Pumpkin, das ist der Kürbis, Tomaten und Zitronen. Corn Seed. Gib mir mal Korn mit. Ich nehme mal nur Korn. Dann gib mir mal die Schaufel. Ich denke mal, dass ich die haben muss dafür, oder? Repellent. Das ist gegen... Ich glaube, das ist hier zum... Weed Repellent. Control. Herbicide. Ja, ja, ich habe ja da sowas. Da muss bestimmt auch Wasser dran. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Das ist total Neuland für mich. Ah, die Zeit ist eigentlich abgelaufen. Aber jetzt machen wir noch ein Stück. Vielleicht ergeben sich Fragen für die Kommentare. So. Ja, und jetzt? F gedrückt halten. Aha, remove, destroy, apply weed. Aha, das geht also. Und wenn ich jetzt hier hingehe, wie viel ist denn da noch drin? 17 von 20. Hier, F, apply. Habe ich jetzt quasi 9 Stück oder wie ist das? Ich mache nochmal, aber öfter dann mal nicht. So, wenn ich jetzt das Ding aus der Hand lege und den Samen hier in die Hand tue, ne? Plant Seed. Ja? Ach, guck mal, wie schön die Animation. Schmeißt das nicht daneben, ey? Die Frage ist jetzt natürlich, ist das nur hier auf der Ecke oder ist das jetzt über das ganze Ding dann verteilt? Kann man nicht so sehen. Ne? Das wäre ja ganz schön, wenn da so eine Markierung wäre, dass ich sehen kann, wie viel von dem Feld ich hier jetzt bepflanze. Ich könnte mir vorstellen, dass das 9 einzelne Felder sind. Da. Fill nearby liquid. Aha. Siehst du, das dauert echt. Wir haben jetzt, da sieht man jetzt auch den roten, so einen runden, dunklen Fleck. Siehst du, das sind noch, wie viel haben wir denn da jetzt noch von? Ja, 9 Stück, 10 haben wir. Der ist ja auch am ältesten. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das eine gute Idee ist, alles das Gleiche zu machen. Ich glaube, ich mache 3 mal, ja, für Brot braucht man dann vielleicht mehr. Ich denke mal, dass man dann vielleicht Brot backen kann, wenn man dann noch, ja, muss man dabei haben, vielleicht Eier oder so, ne? Ah, ich habe keine Ahnung. Das scheint alles unheimlich umfangreich zu sein, aber das ist so schlecht dokumentiert. Und das dauert ewig. Ja, das sieht aber so ein bisschen krumm aus. Aber ist ja egal. Da bin ich mal gespannt, was da wächst. Dann nehmen wir auch die Tomaten noch, ne? Ich mache jetzt also nicht alles nur hier dieses Korn.
Und da muss dann auch Wasser zu. Ja, jetzt könnte man gleich mal einen Regenguss gebrauchen. Boah, dauert das. So. Das bringe ich jetzt wieder weg. Nearby Water. Hm. Müsste ich mal gucken, ob ich meine Pullen... Die konnte ich auch nicht mehr auffüllen, ne? Da muss ich auch die Schläuche nehmen. Das ist natürlich blöd. Das brauchen wir jetzt ja auch nicht mehr, oder? Das habe ich nicht überall gemacht, ne? Lass das mal noch drin. Was haben wir da noch? Onion, Pumpkin, Tomaten. Hier. Nimm mal die mit. Und die. Das war dann wahrscheinlich auch immer nur für so eine Stelle. Spill nearby liquid. Was ist denn Spill? Verstehe ich nicht. Ach guck, hier ist das jetzt auf einmal Seed, guck. Aber welches Fertilizer? Ach, das ist... Habe ich nicht. Hä? Müsste ich hier jetzt sagen, okay, Zitrone? Hä? Nee. Da. Ne, das ist jetzt dann Zitronen. Das sind sogar vier, ne? Kann das sein? Gott, was das dauert. Ach ja. Da bin ich ja mal gespannt. Eigentlich ist das eine unheimliche Testrunde. Hier wird alles Mögliche ausprobiert und getestet. Naja, warum nicht? Und alles in voller Montur mit Stahlbüchse auf dem Kopf und Gepäck. Ha, das scheint mir 4x4 zu sein. Dann hat der 2x2 schon gehabt am Anfang und dann habe ich den ja so zur Seite gezogen. Dann sind wir bei 4x4. Aber diese Markierung, die ich gerade gesehen habe, von dem Bereich, die habe ich vorhin eigentlich vermisst. Boah, Stunden! Das sind alles Arbeiten, wenn wir die öfter haben, dass ich die ich dann wohl... Ja, man kann hier so drauf gehen, ne? Plant Seed. Die ich dann wohl zwischen den Folgen mache. Aber wenn das so ewig lange dauert, boah. Ich denke mal, da wächst nichts, ehe ich da auch Wasser drauf gepackt habe. Und ich kann ja nur einen Brunnen bauen. Das heißt also, ich müsste Wasser am Fluss holen gehen dafür. Vielleicht baue ich hier irgendwo eine Kiste neben, wo ich dann Flaschen rein tue. Hier diese Lederschläuche, das geht ja eigentlich ganz gut, ne? Ja, das sind vier. Dann müsste da, wo ich einen gerade ausgelassen habe, auch nochmal dieses Kornzeug hin. Ja. Das ist also richtig was für jemanden, der sagt, okay, Scum, das ist mein Spiel und jeden Tag da bei Freizeit, jeden Tag 2-3 Stunden am Stück und am Wochenende, wenn man Zeit hat, auch mal 12 Stunden am Stück. Für sowas, da kann man dann sich da schon richtig was aufbauen inzwischen. So, den haben wir auch. Da haben wir noch 6 von, den packen wir jetzt aber weg. Das ist Zitrone. Wachsen jetzt richtige Zitronenbäume oder wie läuft das? So, jetzt haben wir hier Tomaten, ne?
Apply Weed Repellent. Was ist das eigentlich? Warte mal, ich kann doch. Ich habe das nämlich nicht überall drauf gemacht. Pass mal, nimm mal erstmal den. Oh. Kann ich das sehen, wo? Ah ja. Der müsste jetzt an den stellen. Ach, und dann ist da nämlich das Unkraut weg. Siehst du? Besser ist, dann wächst das auch besser. So, jetzt wissen wir dieses Zeug, wenn wir beim Looten irgendwo finden, auch viel mehr zu schätzen. Guck, so kann man nämlich hier das Unkraut wegmachen. Ja, das kriegen wir noch hin. Da ist hier Landwirtschaftssimulator Deluxe. Ja, wird die Folge ein bisschen länger. Ist ja nicht so schlimm. Was haben wir denn noch? 10 von 20? Oh. Könnte so gerade klappen. Ich habe da noch mehr davon, ne? Also, sowas immer mitnehmen jetzt, das Sprühzeug. Aber ich weiß nicht, ich habe ja da ein Maisfeld, da hinten ein Kartoffelfeld. Ob ich das brauche, aber vielleicht kann ich ja irgendwann vernünftig kochen. Und dann heißt das hier, kannst jetzt ein super Gericht kochen, aber du brauchst 2 rote Zwiebeln, 2 Zitronen und dann geht das nämlich los. Die kriegt man nämlich sonst nicht. Ja? Weil sonst wird das ja alles kaum Sinn machen, wenn überall jede Menge Felder sind und man das Gemüse da kriegen kann. Aber ich glaube, das zieht sich ewig in die Länge. Ich mache jetzt Folgendes. Da hinten kommt noch mal einmal Korn hin. Dann mache ich hier eine ganze Reihe Tomaten. Und dann muss ich mal gucken, was ich hier mit der letzten Reihe noch mache. Da mache ich dann vielleicht irgendwie tatsächlich Kürbisse hin oder so. Mal sehen. Was ich so hab, ne? Schaut gut aus. Und hier sind noch 2 über. Ist nicht wirklich viel mehr, aber ich habe ja noch welche. Ach so, da fehlt noch. Ne, da muss ich jetzt den anderen holen. Das Korn. So. Kommt der rein? Mach mal auf. Ja, nicht Namen eingeben. So. Zitronen habe ich gemacht. Korn nehme ich nochmal mit für den einen. Und dann machen wir ja die Tomaten. Und dann haben wir hier noch rote Zwiebeln. Ja, quasi auch rote Zwiebeln nehmen wir dann lieber. Und zwar den hier, weil der weniger haltbar ist. So. Guck mal, da haben wir auch nochmal 20. Und was ist das? Das ist gegen Pilz. Das ist vielleicht auch Dünger. Weiß nicht, wie das hier gemeint ist. Den brauchten wir offenbar nicht, ne? Karamellbrause. Ach so, und dann Wasser. Nimm mal auch mal Wasser mit. Schon mal. So. Ich mache das jetzt. Ich werde jetzt also das alles pflanzen. Das dauert ja noch ein bisschen. Und vielleicht auch schon Wasser drauf gießen. Und dann hole ich euch zur nächsten Folge. Ob ich die heute noch mache, weiß ich nicht. Denke aber schon. Gut. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja. Lasst mir ein Like da. Schreibt Kommentare. Alles, was hier auch so um Palisadenbau vielleicht geht, wo ich gefragt habe. Das mit dem Türmontieren hat sich offenbar ja erledigt. Ich weiß nur nicht genau, ob es jetzt wirklich dran gelegen hat, dass ich das Werkzeug in der Tasche hatte. Könnte sein. Aber mal gucken, dass wir da weiterkommen. Ach so, wer weiß denn übrigens mit der Bankkarte? Habe ich da vielleicht so ein Auszahlungslimit? Ich meine, ich habe auch schon mal Geld abgehoben, ne? Gut. Bis dann. Bye, bye. Und tschüssi.